So, dann jetzt machen wir mal weiter. Und zwar sind wir jetzt wieder bei den Elfen angekommen. Wir müssen uns jetzt wieder unsere Truppe zusammensuchen. Weil wir zum einen jetzt wieder zu dem Geist hier... Zum einen wollen wir ja den Geist hier finden. Weil bei der Zollfeste haben wir ja den anderen Geist gefunden. Und zum anderen wollen wir wieder zu dem Sphärenriss zu Filiason. Also, dann holen wir uns mal die Gruppenmitglieder. Vorgrim. Ardo. Was gibt es denn? Und Fyris. Wie kann ich dir helfen? So. Das erste, was wir machen, ist zur Sumpfruine gehen. Auch wenn es dort wieder Sumpfratzen gibt. Die lassen wir jetzt aber mal links liegen, wo sie sind. Und gehen direkt zu der Gespensterruine, wie sie heißt. Mal sehen, was wir für diesen Geist tun müssen. Oder ob... Oder was er für uns tun kann, oder... Was auch immer passiert. Sumpfratzen ignorieren wir mal einfach. Gekonnt. Nein, da den Baum hoch ist definitiv falsch, oder? Ja. Also können wir die Sumpfratzen schon gar nicht mehr ignorieren. Würde ich zwar liebend gerne, aber habe ich ja keine andere Wahl, als gegen sie zu kämpfen, wenn sie mir im Weg stehen. Spezialfähigkeiten brauche ich eigentlich schon gar keine einsetzen gegen die. Wir haben keine Munition mehr. Ich? Nein, ich habe noch genug Fyris. Fyris braucht Munition. Oh, und ihre Elfenpfeile, die wollte ich verkaufen. Deswegen kommt die mal zu mir hier runter. Ja? So. Und stimmt ja, den Sebenbogen müssen wir auch noch verstärken. So, damit werden die Sumpfratzen, die uns im Weg sind, ausgeschalten. Und wir können in diese Sumpfruine hier hinabsteigen. Ah ja, okay. Es wäre ja auch zu schön gewesen, wenn der Geist hier oben rumläuft. Nein, wir müssen da runter. Hier scheint irgendjemand sein Lager aufgeschlagen zu haben, wenn hier ein Feuer brennt. Oh, und Tagebuch aktualisiert. Der wahlwütige Geist. Ich habe die Ruinen gefunden, von der Eirik erzählte. Doch die Strickleiter und das brennende Lagerfeuer sagen mir, dass irgendwer erst kürzlich hier gewesen sein muss oder noch ist. Wie dem auch sei, wenn der zweite Geist hier herumspuckt, werde ich ihn finden. Also gut. Sumpfratzen. Wer hat das Licht ausgemacht? Ja, Sumpfratzen, die bei Wolfsratten waren. Und die letzte Sumpfratze. Das waren alles Wolfsratten, okay. Da ist sogar noch eine kleine Sumpfratze. Beziehungsweise da war eine kleine Sumpfratze. Gut, gehen wir weiter hier runter. Wieso kann es hier... Mann, ist das ein eine feuchte Ruine, so wie es hier runterrieselt. Und undicht ist sie wohl auch noch. Sicherheitshalber Quick Save machen. Was will ich mich jetzt angreifen? Fledermäuse. Ja? Fledermäuse, die mich angreifen wollen. Fyris, entschärft mal bitte die Falle. So.
Ihr könnt ruhig mithelfen, Fogrim und Ardo. So. Irgendwas sagt mir, dass hier gleich auch wieder eine Falle kommt. Kommt eine? Nö, hier im Wasser dürfte dann auch keine sein. Oh, und das sieht schon aus, als ob wir hier beim Geist in der Höhle wären. Jetzt haben wir eine Falle ausgelöst. Smaragdspinnen. Ah. Ja. Und Fogrim hängt fest. Angriff! Fogrim ist schon ziemlich stark geworden. So viel Schaden, wie er austeilt mit seinem Wuchtschlag. Ein einziger Wuchtschlag und die Spinne ist fast tot. Hier steht sogar Spinnenhöhle. Gibt es hier vielleicht was Interessantes? Nur eine Urne. Da hinten sind noch ein paar Urnen. Eitriger Krötenschemel, den wollen wir nicht unbedingt. Ja. So. Und dann weiter hier durchs Wasser. Nochmal schnell speichern hier unten in der... Da ist ja unser geisterhafter Freund. Nur folgen können wir ihm nicht. Da müssen wir hier außen rumgehen. Und sind in irgendeine Falle getappt. Was zur Hölle? Was ist hier jetzt mit kaputt? Untote und komische Spinnen und schlag mich tot. Und Spinnen, die uns umhauen. Ich sollte bemerken, dass Ausdauer nicht irgendwas ist, was ich nicht einfach so verschwenden könnte, vor allem nicht bei solchen Kämpfen. Aber was zur Hölle war da? Achso, Halle der Täuschungen. Ja, okay, das macht Sinn. Die Untoten und die alten Spinnen waren nicht echt. Schleifsteine für... Oh, nebenbei, Fogrim müsste noch Schleifsteine für Ardo haben. Sehr schön. Okay, wir könnten hier weiter oder wir könnten dadurch zurück. Gucken wir erstmal dadurch zurück, ob es auf der Seite weitergeht. Ja, tut es auch. Die Fledermäuse lassen wir mal kurz in Ruhe. Ich will erstmal auf der anderen Seite weiter gucken. In die Richtung ist ja der Geist gelaufen. Wir gucken, ob hier was ist in diesen Kammern. Da geht's zu Spinnen. Ja, haben wir hier wieder eine schöne Ruine zum Entdecken gefunden. Und selbst hier die Wasserspiegelungen. Wir sehen uns leider nicht selber in den Spiegelungen, aber... Hier ist irgendwas. Genau. Ein magischer Ring. Ring des Wassers. Regen, immun gegen Brennen. Ja. Was macht Ardus Siegelring? Ah ja. Ja. Ja.
Wo habe ich den Ring des Wassers, den kann Phyris beitragen, damit sie uns nicht verbrennt hier. Und hier ist nichts außer ein bisschen Feuerboos und Nebel. Okay. Und ja, Zwergnase ist wirklich sehr praktisch. Das ist irgendwie deprimierend. Jetzt hat Phyris eine Regenwolke über sich, die sie hinter sich herschleift. Nee, nee. Also, beim besten Willen nicht. Und hier wird schon wieder das, geht schon wieder das Licht aus. Erstmal auf die große Smaragdspinne. Was? Bei meiner Treue! Na? Angriff! Da wurde Phyris umgehauen. Da wurde Ardo umgehauen. Was? Ardo steht wieder, kann er gleich auch mal einen Klingensturm loslassen. War ihr! Noch ein Fulminictus. Oh, der hat sogar schön reingehauen. Phyris sollte Vorgrim heilen. Jupp. Smaragdspinne ist ausgeschalten. Phyris kann sie mal kurz häuten. Fehlschlag. Ah, schade. Hier irgendwas Interessantes drin? Nö. Ah, wir wollen nur noch die eine Wahl hier rumzugehen. Oder halt da bei den Fledermäusen. Okay, der Raum sieht interessant aus. Gucken wir mal, was wir hier drin finden. Ihr da, euch werde ich genauso in die Flucht schlagen wie dieser lachhaften Schläger. Okay, der sieht mir aus wie ein Torvaler Geist. Und der will gegen uns kämpfen. Er will tatsächlich gegen uns kämpfen. Was? Deswegen geben wir mal die volle Breitseite gleich. Oh, und er gibt Ardo ordentlich einen auf den Deckel. Das können wir ja natürlich nicht zulassen. Bei meiner Treu! Ja. Ihr seid ein würdiger Gegner. Damit habt ihr bewiesen, dass dieses Artefakt aus Heiligs Schatz für euch bestimmt ist. Denn ihr werdet Jore besiegen. Wer ist Jore? Jore, ich bin hier, um das verlorene Artefakt von Eirik zu finden. Ah ja. Und welches? Jetzt, wenn Joris böser Geist besiegt ist und alle drei Artefakte im Bett des Flussvaters schlafen, können auch wir in Frieden ruhen. Warum schmeißt ihr die Artefakte nicht selber rein? Wo hat sich Joris denn verkochen? Der Mörder wird von seinem Hass auf Eilif getrieben und ist ihr gefolgt. Da, wo Eilif jetzt ist, ist auch Joris. Und wo ist Eilif? Okay, jetzt wissen wir es, Hammerberg. Dort ist dann ein Höhleneingang? Ja und nein. Der Höhleneingang ist für die diesseitige Welt nicht sichtbar. Um ihn zu finden, musst du diesen Ring, den ich dir gebe, annehmen.
Ah, schon wieder was Besonderes. Hab Dank, ich werde Jore besiegen und euch Geistern Ruhe schenken. Ja, das werden wir wirklich machen. Besiege den Geist, ein bekanntes Gesicht. Nachdem ich den Kampf für mich entschieden konnte, war Torque so sein Name so beeindruckt, dass er mir das Artefakt anvertraut, über das er an diesem Ort wacht. Er verriet mir, wo ich den letzten Geist finden würde, in einer geheimen Höhle bei Hammerberg. Am besten, ich mache mich gleich auf den Weg. Nö, das machen wir nicht.